Guten Tag. Es ist ein schöner Tag. Hier sind Villa, Penny und lieber Juli. Und Hallo. wir sind wieder ein Monster Hunter. Wie ihr sehen könnt, habe ich die Imba-Waffe Eisengatana. Ja, ich habe sie mir gemacht. Und jetzt zeige ich euch noch eine Waffe, die ich mir machen werde. Und zwar habe ich mir aus dem Hammer Knochenknüppel Cyclohammer gemacht. Und jetzt habe ich hier den Cyclohammer. Jetzt mache ich mir den Konuskopfhammer. Es ist aus Blango, Eisenerz und anonymer Schädel. Anonymer Schädel werde ich euch noch zeigen, wo man den finden kann. Aber ja, der Eiseigenschaften ist ziemlich gut. Dann kann ich gegen den Jankutko auch gut gebrauchen. Also so. Ja, das nächste ist etwas schwer zu machen. Blangonga Sachen braucht man halt da. Werde ich dann alles mit dem Divine QB machen. Und Yay. genau. Dann würde ich sagen, schauen wir mal ins Dorf, was wir so machen können. Dann machen wir doch einfach mal. Ja, wir machen ja eh alle Quests. Von dem her. Mache ich jetzt einfach mal den Bildrube. Ja, ein dicker Keiler. Genau. Psst, darfst du nicht zu viel verraten. Wieso? Sie kennen den Bullfango. Naja, stimmt, ihr habt ja diesen hässlichen Bullfango gesehen. Ja, ein richtiges Miststück. Und, ja, der Bullfango, der. Jetzt werdet ihr einen größeren Bullfango sehen. Obwohl der Boldrummel im Dorf eigentlich, also in der Stufe 3 oder 2, 2, was ich ja gerade mache, noch nicht so groß ist, gell? Geht noch. Der ist noch relativ klein. Naja, aber der ist eh schnell tot von der. Bam, bam, bam. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. So, und wir haben es schon zum 10.000. Mal gesehen, wie wir hier in diesen Schneeberg reingehen. Langsam sind wir auch für die Wüste und den Dschungel bereit. Genau. Und ich denke, ich werde ab, wenn ich im Dorf Stufe 3 bin oder so, werde ich mit dir beim QB online zocken. Werde ich mir erstmal eine schnelle Rüstung machen. Und genau. So, jetzt müssen wir erstmal Okay. dieses fette Viech finden. Wo ist es denn? Er hat übrigens ein Intro. Ich weiß. Wo ist denn der da im Schneegebirge? Ach, da in der 6, in der 7 wahrscheinlich. Ja, bei den oberen, bei den weißen Gebieten, das linke. Ich weiß gerade nicht die Ja, Nummer. die 7. Dachte ich mir schon. Und ich mach die Musik an. Ein fettes Schwein. Chiller. Oh mein Gott, unter diesen fetten Schweinen weiß man nicht, welcher der Boldrummel ist. Hier sind nämlich noch Pepe dabei. Man weiß nicht, wo hat er denn Pepe gerade gekotzt, der Typ? Da geht doch immer einmal geradeaus, bevor er dich sieht. Ja, ich hole dich verwirrt. Hä, was war das denn hier für eine Attacke? Ich kenne dich noch gar nicht von ihm. Da schüttelt er sich einfach so. Ja, also ich so imaginäre Psycho-Attacken. Ich versuche immer K.O. zu hauen. Das ist so lustig, wie das aussieht. Und jetzt lege ich eine tragbare Schockfalle. Oh nee. Oh nee. Das ist an der Schockfalle drin. Ah ja, genau. Wenn an der Schockfalle drin liegt, ist es auch so lustig. Ist er K.O. gehauen, jetzt sieht es wieder so lustig aus. Müsst ja fast tot sein. Ziel erreicht. Das war auch schon die fette Sau.
Uldrome geschlechtet. Uldrome Haut. Uldrome Haut. Ah, das Vieh kann man ja mal dreimal ausräumen. Und noch ein Hauer. Gut. Ja, jetzt denkt euch nicht, boah, fährt einfach. Denn das nächste Monster, das ihr sehen werdet, ist nicht einfach. Beziehungsweise mit dem Equipment, das ich gerade habe. Weil das Viech ist Kackerwurst. Es ist das Monster. Dum, dum. Und hier so coole Ketten an meinem Hammer dran. Boah. Ja, die Rasche immer so schön. Genau. Rasche, Rasche. in der Backbox legen. Ah, ich habe einen Buffang gekauft bekommen. Cool. Yeah. Ja. Übrigens, ich habe ja, weil ich für den Hammer noch Monsterknochen Nest brauchte, habe ich nochmal den Geodrome gemacht. Und da habe ich auch einen Geodrome-Schädel bekommen. War ich auch ganz froh drüber. Ja, Geodrome. Hältst du den Finger nach oben? Wird man dich, loben. Das ist ein Spruch. Er ist sehr weise. Oh ja. So, jetzt legen wir erstmal hier das Pultrome-Zeugs ab. Genau. Das war ein cooler Pultrome. Und für das Eisenkatana, das kann ich schon fast verbessern, brauche ich nur noch ein Eisenerz und ein Erdkristall. Oder zwei Eisenerz. Ich habe zwei Erdkristalle, weiß ich jetzt gar nicht. Ich gehe auf jeden Fall mal auf die Farm. Und baue da Sachen ab. Bettstein. Stein. Scheibenstein. Eiskristall. Genau das, was ich nicht wollte. Eiskristalle kann auch mal ganz wichtig sein. Hä? Eiskristalle können auch mal ganz wichtig sein. Eiskristalle? Ja, für die Frostschneide zum Beispiel. Ah, ja, genau, die Frostschneide wollte ich ja machen. Ich schau mal. Die ist eigentlich gegen Kutku ganz gut, gell? Ja. Der hat ja Eisschwäche. So, ich brauche dafür noch zwei Eiskristalle, drei Messermakrelen und 5 Kiabreischuppen. Die hat ziemlich viele Eiseigenschaften. Ja, weil dann könntest du gegen den Kutko Hammer nehmen und ich könnte die Frostschnelle nehmen. Ja, genau. In diesem Teil haben wir Waffen gemacht und Bulldrome geschlagen. Und ihr habt ja gerade gesehen, was man für die Frostschnelle so braucht. Die Fische kann man sich eigentlich ziemlich leicht angeln. Die Messermakrelen kann man sich auch kaufen, denke ich mal. Ja, ja. Und Eiskristalle kann man ja im Eisberg suchen. Oh, warte, was habe ich noch gebraucht? Schon wieder vergessen. Geapreschuppen wisst ihr auch, wenn man bekommt. Und Eisenerz. Oh. Dann brauche ich aber für das Katana noch ziemlich viel Eisenerz. Egal, also ich werde jetzt erstmal im Eisberg etwas abbauen, dass ich die Materialien zusammenkriege. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Ciao, Didi Dau. Ciao.